Tada, da wären wir. Sollten wir uns wirklich hier rumtreiben? Du weißt schon, wegen meinem Bruder. Ach, Joe, nee, so schnell taucht er nicht wieder im AG-Raum auf. Na gut. Das ist also der AG-Raum? Ja, genau das ist er. Für die Liga AG. Im Namen aller Mitglieder heiße ich dich hier herzlich willkommen. Was für eine AG ist denn das hier? Komm mal raus. Gut, dass du fragst. An der Blaubeer-Akademie gibt es die sogenannte Blaubeer-Liga. Das ist eine Art Rangsystem für die Kampfstärke der Schüler. Und um gut dabei abzuschneiden, trainieren wir von der Liga AG zusammen unsere Pokémon. Aber keine Sorge, in unserer AG geht es total locker zu. Wir haben einfach Spaß, egal ob wir gewinnen oder verlieren. Also im Prinzip stimmt das, auch wenn einige es anders sehen wollen. Ach ja, im Moment ist der Vibe hier ein bisschen anders als sonst. Ich bin auch Mitglied, aber ehrlich gesagt komme ich nicht oft in den AG-Raum. Die 4 stärksten Trainer in der Blaubeer-Liga sind übrigens die Blaubeer-Top 4. Und diese Witzfigur mit der Zahnpasta-Frisur ist einer davon. Genau wie das Mädel, mit dem ich vorhin in der Kuppel gequatscht habe. Ah, die also auch. Das heißt, wir haben schon 3 von 4 kennengelernt jetzt. Was heißt kennengelernt? Zumindest gesehen. Hannah selbst steht nicht mehr auf der Rangliste, nebenbei bemerkt. Ich bin eben zu beschäftigt mit außerschulischen Aktivitäten, um an Liga-Kämpfen teilzunehmen. Baka! Wenn es um reine Stärke geht, bin ich den Top 4 weit voraus. Ist ja wohl klar. Das ist nicht ganz falsch. So, was meinst du, Maike? Ziemlich cool hier, oder? Ja, schon. Sehr gut. Genau das wollte ich hören. Damit ist es offiziell. Wir nehmen dich als vorläufiges Mitglied auf. Bitte was? Vorläufiges Mitglied? Ja, yeah, und damit sind wir natürlich auch vorläufige Buddies. Der AG-Raum und all unser Zeug hier stehen dir jetzt zur freien Verfügung. Dieser PC zum Beispiel ist total praktisch. Aber wir können Schüler einander BP schicken und sich gegenseitig auszuhelfen. Wenn du über den PC im AG-Raum BP an andere Schüler überträgst, erhältst du zusätzliche Belohnungen wie Designs für den AG-Raum oder neue Funktionen für die Kamera-App. Okay. Ja, probier's einfach mal aus. Übermacht den Meister. Eine neue App wahrscheinlich. Ah, nee, BP-Punkte. Ach, neue BP-Punkte jetzt. Ah. Wie wär's, wenn du die an Pit aus der Baseball-AG schickst, damit er dir neue Wurfstile beibringt? Wurfstile? Das hört sich cool an. Das will ich direkt mal machen. BP übertragen an Baseball-AG. Wolltest du deine Pokémon schon immer auf coole Weise werfen? Gegen eine kleine Spende kannst du mit mir an der Entwicklung neuer Wurfstile arbeiten. Lässiger Stil und lockerer Stil. Ach komm, machen wir's mal. Bring, bring. Danke für die Unterstützung, Maike. Tut mir leid, dass wir das Ganze über Handy machen müssen, aber uns kommen sicher auch so ein paar zündende Ideen für neue Wurfstile. Also der Arm musste nix so und das Bein so und ja. Mit dir darüber zu sprechen hat wirklich geholfen, etwas Passables abzuarbeiten. Wenn du dein Wurfstil ändern willst, wende dich einfach wieder an mich. Okay, und wo kann ich die ändern? Wird jetzt gesagt, glaube ich. Schon erledigt? Nicht schlecht. Und das, obwohl es das erste Mal für dich war. Du willst etwas drauf zu haben. Ich habe einfach nur 2-mal einen Linkstick gedrückt auf dem Computer. Das ist nicht schwer. LOL! Seht ihr die Wand da im Hintergrund? Oh, diese Zeichnungen. Junge, das könnte ich in Gartic vorgezeichnet haben. So sieht das aus. Geil. Ich habe hier noch ein tolles Geschenk für dich. Ein super Fang, wie du kann damit sicher was anfangen. Was habe ich gerade einen super Fang genannt? Oh, ein super Fang-Pin. Der ist nice. Denn er erhöht die Chance, einen Superfang zu triggern. Also, dass der Ball nur einmal wackeln muss und zack, fertig. Hier kannst du auch noch haben. Wenn du das trägst, sind wir im Partnerlook unterwegs. Liga-AG-Outfit, das will ich mal gleich ausprobieren. Anprobieren. Aber wie gesagt, wir sind jetzt voll der AG-Buddies, also kannst du die Küste benutzen, wenn du willst. Und hier habe ich noch einen Knaller für dich. Momentan darfst du dir unbegrenzt viele Snacks nehmen. Ein besonderes AG-Angebot. Du meinst die ganzen Packungen, die du angebrochen und dann vergessen hast? Keine Ahnung, wie lange die hier schon rumliegen. Verpiss dir die Finger davon. Aber ich habe Hunger. So, nach dem ganzen Erklären knurrt mir übelst der Magen. Ich glaube, ich mach einen Abstrich in die Mensa. Wenn du offiziell Mitglied werden willst, könnten wir uns bei einem Mensa-Date drüber unterhalten. Warte, was? Wir sehen uns. Ich mag Levi, er ist cool. So ein Trottel! Was geht denn in seinem Kopf vor? Ein Mensa-Date? Was soll das bitte bedeuten? Spann dich, ja? Naja, ein Date ist...
Ich sag ja nur, als ob mich dieses Date-Gerät auch im geringsten interessieren würde. Sorry, dieser Rahmen stresst mich einfach. Lass woanders hingehen. Irgendwo, wo sich niemand einmischt. Ich weiß mit deinem Zimmer? Warum wollen wir jetzt in mein Zimmer? Du bist ein bisschen weird. Oh. Oh Gott, die wollen alle was von mir. Was können wir denn hier machen? Wo ist hier wird geändert? AG-Raum, Itemdrucker, Dekorahmen, Fotobearbeitung wird freigeschaltet. Anvisieren werden mit Informationen gezeigt. Neue Designs? Neue Designs. Umgestaltet. Smart Speaker. Neue Pokémon tauchen auf. What? Krass, okay. Da müssen wir wohl sehr viele Punkte sammeln, aber guck dir das Bild an. Lauter Kritzel einfach Pokémon. Irgendwie haben sie einen gewissen Charme. Ja, oder? Ich liebe es. Ah, das sieht toll aus. Echt toll. Ja, damit willkommen zurück zu Pokémon Karmesin mit dem Teil 2 DLC. Weißt du, mein Pikachu und ich geben in der Blaubeerliga unser Bestes. Es schläft. Mein Rabauz liebt diese Laufbänder. Das ist schön für deinen Rabauz. Ne, warte. War schon richtig hier. Nee, so nie. Wir haben nämlich jetzt was Neues bekommen, oder? Ja, das Liga AG Outfit. Ist ganz nett. Können wir ruhig mal anziehen. Warum nicht? Ist ganz okay. Dieser Spind gehört einem Mitglied der Liga AG. Du sollst lieber ihn nicht öffnen. Ah gut, das ist Trainingszeugs. Ja, Zeugnis Tee-Service. Oder trinkt ihr gerne jemand Tee? Ich weiß es nicht. Okay. Dann, wohin möchtest du gehen? In mein Zimmer. Dieses Zimmer ist dein eigenes kleines Reich, fernab der Heimat. Okay. Das kann ich für euch, das dauert mega lang. Natürlich, jetzt lädt es direkt ganz schnell. Toll. Aber wir haben ein cooles T-Shirt sogar. So, das ist also dein Zimmer. Ha? Fast alle Schüler wohnen in Schlafräumen hier an der Blaubeerakademie, weißt du? Ich merke gerade, das Zimmer ist einfach nur copy-pasted von der Orange-Akademie. Oh Mann. Wie findest du es so im Vergleich zu den Zimmern in deiner Akademie? Es ist hier kein großer Unterschied. Echt? Wie langweilig. Pfff. Du kannst mich ja demnächst mal in meinem Zimmer besuchen. Okay. Ach, richtig. Ich wollte noch mit dir über ein paar Dinge reden. Über Levi zum Beispiel. Und über Joe. Joe? Joe, ich meine, du hast ihn ja vorhin gesehen. In letzter Zeit macht er mir Angst. Seit wir aus Kitakami zurück sind, ist er irgendwie ein ganz anderer Mensch. Tag ein, Tag aus trainiert und kämpft er mit seinem Pokémon, selbst wenn er dafür seinen Schlaf abfahren muss. Er ist wirklich viel stärker geworden. Sogar Levi, der meine Stärkste in der Akademie war, hat gegen ihn verloren. Ich muss dazu sagen, der letzte Kampf gegen Joe im ersten DLC war der schwerste Kampf in dem DLC. Also, wenn der jetzt noch stärker ist, wie schaffe ich das dann? Mittlerweile ist Joe der Leiter der Liga AG und der Champ der Blaubeerliga. Alter, der kann es ja noch mit Cynthia aufnehmen. Bestimmt hat er viel zu tun. In letzter Zeit redet er kaum noch mit mir. Er wird der beste Trainer aller Zeiten. Doch zu welchem Preis? Aber was soll's? Das ist wahrscheinlich nur so eine Phase von ihm. Just a face. Joe hat sich verändert, aber du bist immer noch du. Bitte sei ihm auch weiterhin eine gute Freundin, ja? Okay, ich versuch's. Ich kann ihm mal Okapon zeigen. Danke. Und dann gibt's da noch was. Levi? Ah, Levi, diesem Knallkopf darfst du auf keinen Fall vertrauen. Er hat immer so eine Null-Bock-Ausstrahlung, aber man weiß nie, was er gerade wieder ausheckt. Dieser Volltrottel regt mich echt auf. Er geht auch kaum zum Unterricht und ist schon dreimal sitzen geblieben. Trau ihm jedenfalls nicht über den Weg. Auf keinen Fall, klar. Naja, du hast ja jetzt gleich dein Mensa. Ich meine, du triffst dich gleich mit Levi, oder? Ich wollte ja gerne mitkommen, aber ich muss heute noch dringend einen Aufsatz fertig schreiben. Es wäre schon cool, wenn du auch der Liga AG beitreten würdest. Wenn Levi dir irgendwie blöd kommt, verpasst ihm einfach einen ordentlichen Doppelkick. Auf jeden Fall. So, was können wir hier machen? Badezimmer. Oh, Handzeichen. Okay, jetzt haben wir endlich alles freigeschaltet. Wir können hier überall rein. So. Klassenzimmer 1 bis 4. Klassenzimmer. Oh ne, der 1-4 und der 3-2. Akademie-Kiosk. Mensa, wo wir hin sollen. Und die AG. Okay, wir gehen alles nach der Reihe durch. Gehen wir erstmal hier hin. Mal gucken, ob das jetzt schnell geht oder langsam geht. Ich lasse das nichts mehr drin. Ja, okay, geht schnell. Blumen gehen bei Kälte AG bekanntlich ein. Also lässt sich daraus folgern, dass der Typ Eis stark gegen den Typ Pflanze ist. Wenn du es dir auf diese Weise vorstellst, kannst du die Wechselwirkungen zwischen den Typen ganz leicht einprägen.
Naja, bei manchen Typen ja, beim anderen nein. Ich kann mir die Wechselwirkung zwischen den Typen einfach nicht merken. Muss man kämpfen wahrscheinlich in meine Notizen schauen. Fühl dich. Plus das Fähigkeit ist plus. Wenn es an seiner Seite kämpft, dann. Ja, okay, kenne ich schon. Dems ist das so. Ah, okay. Tanhe sagt Cheese. Käse. Der Käse. Okay. Gehen wir mal zum anderen Klassenzimmer. Da sollten wir den Lehrer noch nicht kennen. Außer es ist aus irgendeinem Grund der gleiche. Oder es ist einfach keiner. Okay. Schon gewusst, wenn man eine Zeit lang sehr kleine Kreise an einer Stelle läuft, macht man eine Pirouette. Ja. In der Kuppe gibt es eine Wiese, auf der immer der Wind weht. Dort Pirouetten zu drehen, würde sicher Spaß machen. Ist das ein Tipp? Bleib weg! Halt! Komm nicht so nah! Von mir geht nämlich eine große Gefahr aus! Ich ignoriere mich am besten einfach, okay? Nein. Jetzt sag bloß! Ist denn die Möglichkeit, du etwa auch? Ja. Tatsache, du hast die Stimme es auch gehört, nicht wahr? Nein. Ah, oh, ich habe den falschen Text gemacht. Okay. Nein. Ja. Und ja. Habt ihr auch gehört, genau. Verstehe. Sag mal, von wem kommt deiner Meinung nach diese Stimme? Vom Licht, vom Wind, von der Dunkelheit, von niemandem? Keine Ahnung. Vom Wind. Wie bitte, vom Wind also? Na gut, damit kann ich arbeiten. Du spürst es auch, oder? Diese schaurige Kribbeln in deiner Hand. Meine rechte Hand? Meine rechte Hand? Nein. Meine rechte Hand? Dann habe ich mich wohl doch ziemlich in dir getäuscht. Ah, Mist. Das ist so ein Rätseltyp. Okay. Nein. Ja. Ja. Vom Wind. Weiß nicht, ob die anderen richtig sind, aber vom Wind war schon mal nicht schlecht. Und dann die linke Hand. Meine linken Hand? Ganz genau! Ich spreche von deiner linken Hand! Wusste ich doch, dass wir Seelenverwandter sind! Was? Da du mein Schicksal teilst, möchte ich dir dieses Zeichen des Zwielichts anvertrauen! Der Junge hat dir die Pose festgehaltene Hand beigebracht. Oh. Das war alles für eine Pose. Für diese Pose. Das ist ganz cool. Aber der Typ ist echt weird. Hier haben wir Missionen! Die werde ich dann wahrscheinlich offscreen machen, weil es ist ja langweilig. Es ist, ihr wisst ja alle, was man hier machen muss. Einfach Pokémon fotografieren, Pokémon-Kämpfe machen, Pokémon fangen. Werde ich alles machen, sowieso für den Pokédex. Ich gehe mal nämlich davon aus, dass man auch am Ende noch was bekommt, so wie beim ersten DLC. Aber ich mache es halt offscreen, ist halt langweilig, Let's Play. In meiner Klasse sind Ehren die Schulsprecherin und Hannah die Schulrebellin. What? Hannah ist ganz schön eigensinnig, aber irgendwie kann man ihr nicht böse sein, oder? Ja, aber süß kann die malen übrigens. Sehr, sehr süß. So, kommen wir noch am Kiosk vorbei, bevor wir dann unser Date haben mit Levi. Ich finde ihn ganz cool, den Levi. TMs. Mhm. BP kaufen. Rechte Hand, Doppelkämpfen. Soll ich? Gönn dir! Titan! Jeder Pokémon-Trainer strebt danach, der oder die stärkste zu werden. Ein Titan unter Trainer sozusagen. Deswegen würde ich gerne irgendwann mal einen Pokémon mit einem Titanenzeichen sehen. Kannst du mir diesen Wunsch erfüllen? Ja, kann ich. Hier, mein Shutter. Hä, was meinst du? Hat er gar nicht. Ich weiß nicht, was du meinst. Ich will später mal in meinem Pokémon-Supermarkt arbeiten. Deswegen recherchiere ich schon mal, welche Items sich großer Beliebtheit erfreuen. Okay, viel Spaß. Pokémon und Tränke kann man in der Kuppel an den Verkaufsautomaten kaufen. Ich muss dringend sparen. Das ist ein Nubul. Willkommen! Ich sehe genau aus wie der Lehrer, aber ich bin da sicher definitiv nicht. Ja, BP musst du benutzen. Was? Entwicklungs-Items hat der. Ist das ein neuer TM? Was ist das denn so? Nee, ist alles so altbekannt. Keine neuen Attacken, oder? Scheint nicht so. Oder Schuppenschuss. Ist das neu? Ich weiß es nicht. Okay, er hat auf jeden Fall ein paar. Aber wie teuer sind die eigentlich? Ja, geht so. Schon ein bisschen was. Aber ist in Ordnung. Okay, dann gehen wir zu unserer Mensa. Denn Levi wartet da schon die ganze Zeit auf uns. Er hat schon extra einen Platz für uns reserviert. Das sollten wir nicht entgehen lassen.
Also wo ist er denn? Oh, da ist er. Hi. Hey, was geht ab, Michael? Im Stehen redet's nicht so bequem. Setz dich doch. Okay. Also, wenn du mich fragst, ist das Akademie-Menü das Beste hier in der Mensa. Da sind so viele verschiedene, so viele weiche Zutaten drin, das muss man kaum kauen. Gut gekaut ist, halb verdaut. Du hast ja wie meine Mutter. Sag mal, du hast doch starke Pokémon, oder? Mit so einem Team könntest du versuchen, an die Spitze der Blaubeerliga zu kommen. Wäre das nicht krass, wenn es ausgerechnet eine Austauschschülerin nach ganz oben schaffen würde? Deshalb fände ich es cool, wenn du an der Blaubeerliga teilnehmen würdest, ne? Bin dabei! Sieh, oh, seine Majestät gibt sich die Ehre. Warte mal, die vier sind die... Doch, jetzt sehen wir gerade alle auf einem Bild. Alle starken Trainer in diesem DLC. Oh, da ist er, der Champ. Und die Top 4. Levi, was wolltest du besprechen? Ach, nichts Besonderes. Dachte nur, wir könnten mal wieder zusammen den Happen essen. Immerhin soll es als Treffpunkt dafür wie geschaffen, willst du nicht auch? So eine Zeitverschwendung. Sollst du nicht lieber deine Pokémon trainieren, wenn du für sowas Zeit hast? Kein Wunder, dass du immer gegen mich verlierst. Voll abgeblitzt, Mann. Kann ich denn nicht mal die Anwesenheit deiner Lieblingsfreundinnen umstimmen? Hi. Was? Maike? Du hast dich verändert und ich glaube, du lügst. Was machst du hier? Nanu? Nanu? Wusstest du das einfach nicht? Sie ist als Austauschschülerin hier. Stimmt das wirklich? Ja, ich kann das auch bestätigen. Direktor Ciano hat uns im Eingangsbereich einander vorgestellt. Wir zwei verstehen uns schon blendend. Ich habe sie auch gerade eingeladen, an der Blaubeerliga teilzunehmen. Oho, das gefällt mir. Da kocht gleich die Stimmung. Was? Noch nie zuvor hat ein Schüler einer anderen Schule an der Blaubeerliga teilgenommen. Ja, eben. Maike mag so eine starke Trainerin sein, aber das geht schon fast zu weit. Ach komm schon, sei doch keine Spielverderberin. Sie besucht denselben Unterricht wie wir und hat ein Zimmer hier in unserer Akademie. Das reicht doch wohl, um sie genauso zu behandeln wie alle anderen. Außerdem sind wir doch... Außerdem wird ja doch so viel Wert auf die Selbstständigkeit der Schüler gelegt. Gut, dann stimmen wir halt ab. Ich bin natürlich voll dafür. Tara, was meinst du? Ich, es tut mir leid, aber ich finde, dass das gegen die Regeln verstößt. Oha, Tara. Matt? Ha, ich find's gut. Wenn sie hier zur Schule geht, ist sie auch eine Schülerin der Akademie, oder nicht? Was ist denn zu ihren? Der Antrag ist nicht mit den Regeln vereinbar. Meine Haltung dazu ist negativ. Ein Unentschieden, also. Na, dann fragen wir doch mal den Champ der Blaubeerliga nach seiner Meinung. Sag an, Joe. Mir ist es egal, wer sich mir entgegenstellt. Ich verliere eh nicht. Damit wär's am Unentschieden. Aber Joe! Levi! Sein manipulatives Verhalten ist ein absolutes No-Go! Okay. Bui. Der Rothaarige ist lustig. Die haben wir noch gar nicht kennengelernt, glaube ich. Sorry, Maike. Jetzt haben wir dich schon fast dazu gezwungen, in der Blaubeerliga teilzunehmen. Aber überleg doch mal. So könntest du deine Freundschaft zu Joe vertiefen, hä? Und keine Sorge, das ist natürlich meine volle Unterstützung. Jedenfalls sollst du dich jetzt auch offiziell anmelden. Komm, wir gehen einfach direkt zum Eingang. Zum Empfang am Eingang. Gleich. Oder muss ich jetzt mit? Ne, muss ich noch nicht. Röllchen, such dir aus, was du essen magst. So, ja, nee. Das Essen in der Mensa. Hat zwar einen sehr starken Geschmack, aber es verleiht Esskräfte, die sich auf alle Pokémon auswirken. Ah, nee, danke. Der ist ja groß, okay. Der Schaden, was sagt er? Und dann die Genauigkeit. Na, die Top 4. Das schaffe ich nicht, was schaffst du nicht? Ich habe Höhenangst. Keine 10 Pampros kriegen mich dazu, Ehrens Challenge zu machen. Um gegen die Top 4 zu kämpfen, muss man erst ihre Top 4 Challenges abschließen. Salz. Uff, das ist salzig. Sind schon mit den Lernen fertig? Lass uns eine Pause einlegen. Sollen wir in die Kuppel gehen? Die Kuppels? Okay, ich lasse mal alleine. Ihr seid langweilig. Langweiler. Zimmer von Hanna? Da waren wir doch vorhin schon. Ne, waren wir noch nicht. Da kommen wir hin. Gehen wir doch mal hin. Ich dachte gerade schon, wir wären da, aber nee. Glaube nicht. Oh, sind du miese Plüsch. Puppe. Sie ist tiefenentspannt. Schau mal, was wir hier haben. Das ist ein...
Ach, wie heißt das Ding? Die Weiterentwicklung von Bamon. Oben haben wir Bobby Test, glaube ich. Kirlia und Makuhita. Und hier mein Velsa. Schön. Diese Tuschmalerei sieht so dynamisch aus, dass man die Wassertropfen förmig spüren kann. Okay. Ja, ist cool. Grüß dich mal. So, zurück zum Eingangsbereich, denn Lady war da vor uns. Und da wollen wir doch natürlich dann hin. Da ist auch schon. Da bist du ja. Er kann sich anmelden. Okay. Hi. Hallo, wer kann ich behilflich sein? Ich war in der Blaubeerliga teilnehmen. Ja, bitte entschuldige, aber du scheinst zum Austausch hier zu sein. Das bedeutet leider, dass du kein offizieller Schülerin der Blaubeerakademie bist. Ach, papalapap. Wir haben vorhin unter den Top 4 besprochen, dass das klar geht. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das einfach so erlauben kann, Levi. Es ist genau so, wie Levi gesagt hat. Ich habe die Teilnahme von Maike genehmigt. Verstanden, sehr wohl, Champ. Einen Moment bitte. Oh, da hast du uns aber aus der Patsche geholfen. Hätte ich nicht von dir erwartet. Ich war das Gefühl nicht los, dass du irgendwas im Schilde führst. Aber solange ich gegen Maike antreten kann, soll es mir recht sein. Na, dann ist doch alles Friede, freie Eierkuchen. Maike. Wenn du verlierst, bevor du gegen mich kämpfst, werde ich dir das nie verzeihen. Ich werde euch verlieren. Bis hinaus. Gut. Wenn du es bis zur Schütze geschafft hast und wir uns gegenüberstehen, dann werde ich dir zeigen, wie sehr ich mich verändert habe. Sieht man schon in deinen Haaren. Ja, wie redest du mit Maike? Halt den Mund, Hannah. Kannst du dir gar nicht vorstellen, wie sehr ich auf diesen Kampf brenne. Das war ein Spaß. Oh nein, er ist verrückt geworden. Blutrünstiger Mörder. Spaß. Bitte entschuldige, Maike. Joe ist ganz schön schroff geworden, oder? Ich habe selber auch schon länger nicht mit ihm gesprochen, aber das ging ja auch gar nicht. Tja, als so ein hochgeschätzter Champ ist man halt was ganz Besonderes. Levi, du bist doch bestimmt schuld daran, dass Maike in den Liga-Kram verwickelt wurde. Moment, Moment, die Idee kam doch von ihr. Ist das so, oder, Maike? I got your back, Bro, ja. Siehst du, sag ich doch. Streben wir nicht alle danach, große Dinge zu erreichen? Ah, irgendwie traue ich der ganzen Sache nicht. Aber wenn du eh schon dabei bist, solltest du dich da auch anstrengen. Ich wünsche dir viel Glück. Und bitte, kümmere dich um Joe. Versuch es, ja. Alright. Danke für deine Geduld. Du bist jetzt offiziell angemeldet. Perfektes Timing. Maike kann jetzt in der Blaubeerliga antreten. Normalerweise müsstest du am Anfang gegen gewöhnliche Schüler der Akademie kämpfen und so in der Rangliste aufsteigen, aber da du sowohl von Mitgliedern der Top 4 als auch von Direktor Ostiano nominiert wurdest, kannst du gleich auf einen höheren Rang starten. Das heißt, du darfst die Top 4 sofort herausfordern, und zwar in der Basis ihres jeweiligen Areals, in der Terra-Kuppel. Yes, keine Orden machen müssen. Yes. Ich werde ihre Standorte auf deinem Smart-Router registrieren. Okay. Matt, Tara, Levi und Aaron. Das sind unsere vier Kämpfe. Und ehrlich gesagt wirkt der DLC sehr kurz. Wenn wir jetzt nur die vier Kämpfe machen müssen und halt auf dem Weg gleich so eine Herausforderung oder so. Und dann Champ Joe? Das war's dann schon? Fragezeichen? Um die Top 4 herauszufordern, brauchst du BP. Die hältst du in dem Sünde-Lies. Ah, da ist der Haken. Sobald alle Mitglieder der Top 4 besiegt hast, kannst du gegen den Champ antreten. Ich wünsche dir viel Erfolg in der Blaubeerliga. Du kannst dir selbst aussuchen, bei wem du anfängst. Bevor du gegen ein Mitglied der Top 4 antrittst, gibt es auch immer ein kleines Spielchen. Darauf kannst du dich schon mal freuen. Na dann, warte ich mal in der Kuppel auf dich. Bis später, Girl. Bis später. Okay, wie gesagt, ich werde diese Mission ausgehen machen, weil das ist halt für euch im Display, glaube ich, langweilig. Okay. Eventuell streame ich das dann auch auf Twitch. Also seid dann dabei. Link in der Beschreibung. Ja, wo fliegen wir jetzt hin? Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht. Können wir eigentlich schon jetzt hier einen Kampf machen? Ich kann es mal versuchen, oder? Ich glaube, ich fliege hier mal hin und versuche mal gegen Matt zu kämpfen. Kann aber sein, dass sie sagen, oh, du brauchst mindestens 500 BP und du hast noch gar nichts. Und oh, es tut mir leid, du musst jetzt gehen. Ciao. Keine Ahnung, das könnte sein. Muss ich mich dann
im Stream noch mal umschauen. Aber ich muss ehrlich sagen, der DLC ist nicht wirklich Let's Play-freundlich gestaltet. Außer natürlich, ich lasse ja alles drin, aber nein, tue ich nicht. Das tue ich euch nicht an. So. Aber, wenn wir mal unser Team anschauen. Den Bruder, ganz nett. Warte mal. Die Rihorns. Oh, wie süß. Wie die im Schlamm baden. Ja. Unser Team. Ja, Delphi-Man switcht ja hin und her raus. Gucke, weil gehört da nicht dazu. Der kommt noch. Der switcht das Spiel noch raus. Ich werde dran denken. Sir Dribbling kann sich ja noch entwickeln. Ich weiß noch nicht genau wie. Da muss ich ja noch mal für die nächste Folge nachschauen. Und ansonsten. Weiß ich nicht, ob ich vielleicht noch ein sechstes Teammitglied rein tue oder warte, bis ich hier was Neues, ein neues Pokémon oder so gefunden habe. Ja. Ich weiß nicht, die Blöcke, die sind einfach manchmal einfach nur so da. Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Okay, ich muss ein bisschen hier lang driften. Okay, ich renne auf jeden Fall jetzt mal hin. Und dann schauen wir mal, wie mich reinlassen. Wäre auf jeden Fall cool. Farbigel. Sieht man auch nicht immer. Cool. Flottball. Okay, er ist, oder sie, ich weiß nicht, Matt, das ist doch ein männlicher Name, ne? Alter, warum sind hier so viele Items? Feuer-Terra-Stücke, okay. So, ich glaube. Was? Grins. Okay. Bereit für die Top 4 Challenge? Klar, warum nicht? Ich hätte Bock. Wir kommen auf dem Savannenplatz. Hier sind das Team von Matt und den Top 4. Ah, du musst Maike sein. Du bist hier, um dich der Blaubeerliga zu stellen, oder? Jupp. Teilnahmegebühr für die Top 4 Challenge beträgt 50 BP. Ist das ein Auto für dich? Na, ich habe noch 50 BP übrig, also ja. Bitteschön. Da. Vielen Dank. Hiermit bestätige ich deine Teilnahme an der Top 4 Challenge. Matt, ist eine Bestellung für dich reingekommen. Komm sofort. Hey, du bist doch das Mädchen aus der Mensa. Dein Name war Maike, oder? Da steht mein irrer Herr gleich auf mittlerer Hitze. Aber lass uns nicht so verloren in der Gegend rumstehen. Komm mit. Ja, ich verstehe schon, du bist ein Koch. Wie er sich bewegt. Oh, Magbrand. Sehr cooles Pokémon. Ich habe schon auf eine feurige Herausforderung für dich gewartet. Krass, dass du dich so schnell traust, gegen die Top 4 anzutreten. Kein Wunder, dass Joe und Levi bei dir auf den Geschmack gekommen sind. Und ehrlich gesagt, geht's mir da genauso. Aber glaub nicht, dass du deswegen von mir eine leichtere Challenge serviert kriegst. Meine Top 4 Challenge lautet, bereite ein feurig scharfes Sandwich zu. Es muss so scharf sein, dass selbst mir der Dampf aus den Ohren zitscht. What? Falls du das zu einfach findest, komm mir da haken. Deine eigenen Zutaten sind tabu. Stattdessen musst du mit den Mitgliedern der Liga AG hier in der Gegend verhandeln, um dir die nötigen Zutaten zu besorgen. Wenn du denkst, dass du alles beisammen hast, komm wieder zu mir zurück. Ich muss schließlich mit meinen eigenen Augen sehen, wie du das Sandwich zubereitest. Das Schwierigste beim Kochen ist die Auswahl der Zutaten. Alles andere ist ein Kinderspiel. Also dann, Maike, willst du dich mal in der Top 4 Challenge stellen? Ich wette, dafür brauche ich BP, oder? Dann lieber später. Ich muss mit Leuten verhandeln, hat er gesagt. Ich schieße nochmal hier in hier in der Map. In der Map. Da. Bereite ein feurig scharfes Sandwich zu. Ja, aber wie gesagt, das Problem ist da offensichtlich. Okay, Leute, dann würde ich sagen, werde ich die Folge hier sogar schon beenden. Wir haben ja trotzdem heute viel erlebt und viel gelernt. Wir sind jetzt Teil der Liga. Aber müssen natürlich erstmal noch hochrangig aufbauen. Und ja, ich werde dann ausgehen ein paar BP wahrscheinlich sammeln im Stream oder so und ein bisschen Shiny handen. Wie gesagt, wenn ihr Lust habt, könnt ihr jetzt noch, ich glaube ungefähr bis Ende des Jahres oder so geht das noch ungefähr, glaube ich, die ganzen glitzernden Stellen in jeder Map, egal ob DLC-Ort oder nicht, begutachten und euch ein Shiny schnappen. Und das sind die Codes, die ich eingeblendet habe. Ich glaube, das war letzte Folge, oder? Auf jeden Fall, wisst Bescheid. Das nächste Mal machen wir dann eine krasse Top 4 Challenge. Und ja, seid gespannt. Bis dann. Ciao.